heile, 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 heile. Jedem Schritt, den wir machen, wird der Weg länger. Und so wird Gegenwart zur Vergangenheit. Unsere Taten bilden das Fundament dessen, was vor uns liegt. Deprimierend, oder nicht? Das dritte schwarze Tor hat sich geöffnet. Jetzt können wir noch einen Verdammten vertreiben. Dann auf zum Tor, los! Ja, auf zum Tor und... warte mal kurz. Tadada, da ist es auch schon. Ja, trifft sich ja optimal. Ups, das wollte ich eigentlich noch gar nicht, aber okay, schaut mal zu! Seid ihr bereit? Für was? Er hat doch schon fast geschafft, uns umzubringen. Er kennt die Dunkelheit und das Land besser als die anderen. Aber da, wo wir hingehen, hilft ihm sein Wissen nichts. Er kennt dieses Land? Der Alchemist lebte hier. Er war ein Ahura, bis ihn sein Streben nach Unsterblichkeit übermannte. Jetzt müssen wir ihm nehmen, wofür er seine Seele verkaufte. Für eine zarte, elfenhafte Prinzessin. Seid ihr manchmal sehr rabiat? Wie ich schon so gern sage, don't fuck with Elika. Pa-ba-ba-bam! Und weg ist das schwarze Tor. Und frei ist der Weg zum Verdammten. So, diese zwei Lichtkeime nehme ich noch gerne mit. Einmal tief durchgeatmet. Wir können ja schauen, wohin uns die Reise jetzt führt. Das Observatorium. Als Ahriman den Krieg in diese Stadt trug, besetzte der Alchemist das Observatorium. Von dort ließ er schreckliche Waffen und Kreaturen auf die Welt los. Jetzt setzt er seine Arbeit fort, bis wir das Tor öffnen, welches ihn beschützt. Ja, das Tor kann ihn jetzt nicht mehr beschützen. Jetzt ist er uns schutzlos ausgeliefert. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird uns einen harten Kampf bieten. Aber diesen harten Kampf werden wir annehmen und den werden wir, ja, bin ich mir so sicher, den werden wir gewinnen. Oh, schaut mal hin, wo wir hinkommen. Hier an so Heißluftballons oder so in der Richtung oder wie auch immer. Na, geht's voran. Alles klar. Erste Passage hinter uns. Nächste starten wir. Ah, es geht ja jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Ein Kampf nach dem nächsten und ein Verdammter nach dem nächsten muss jetzt dran glauben. Ja, ja, lieber Ahriman. Deine Armee geht langsam... Ups. Deine Armee geht langsam zugrunde. Alles klar. Okay, Doki. Ob ich da an diesen sternförmigen, ja, wie auch immer, vorbeikomme, das weiß ich nicht. Ich habe die gemieden. Da links seht ihr die. Ob ich daran vorbeikomme oder nicht, das weiß ich nicht. Ich versuche eher auszuweichen. Ah, aber dann komme ich nicht richtig zur roten Platte. Da muss ich ein bisschen geschickter sein. Bis jetzt hat es ja eigentlich gar nicht so schlecht geklappt, aber jetzt irgendwie hakt es wieder ein bisschen an dieser Stelle. Das tut mir überhaupt nicht gefallen. Aber das kriegen wir jetzt bestimmt hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich will bloß... Ja, gut, wir können über diese sternenförmige Hindernisse drüber hinweglaufen. Das ist gut so. Ups, schnell hier vorbei, hier rüber. Puh. Okay. Ja, Alchemist, da brau dir mal was Schönes zusammen, denn gegen uns, da musst du wirklich schwere Geschütze aufbieten. Sonst geht's dir an den Kragen, sonst bist du dem Untergang geweiht. Huahahaha. Nein, ich bin kein böser Bösewicht. Nein, ich bin kein guter Bösewicht. Puh. Da bin ich ja mal gespannt. Der finale Kampf gegen den Alchemisten beginnt jetzt.
wirklich unsterblich sein. Ihr dürft kein Leben nehmen, aber ich könnte es euch geben. Hey, ich bin eine Legende. Ich werde ewig leben. In Gedanken klang das besser als laut ausgesprochen. Aber warum nicht zur Legende werden? Könnt ihr weitermachen? Natürlich können wir weitermachen. Okay, alles um uns dreht sich ein wenig. Oha. Leider gibt es hier keinen Abgrund, zumindest habe ich keinen gesehen, den wir ihn runterdrücken können. Das heißt, wir müssen es auf die altmodische Art und Weise klären. Und das bedeutet, heftigst auf ihn einprügeln, bis er den Geist aufgibt. Ups, ups, ups. Nicht vergessen zu verteidigen. Ah, Mist, 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 Mist. Nein, jetzt kann er sich regenerieren. Das ist unglaublich. Da können wir mal eine schöne Kombination oder mehrere Kombinationen landen. Da macht er zwei doofe Moves, die ich einfach nicht kontrollieren kann, nicht abwehren kann. Und schon, ist er wieder zur Hälfte geheilt. Von dem, was wir zumindest geschadet haben. Das gefällt mir gar nicht. So, da haben wir das geklärt. Da hört ihr immer das laut Klickern, wenn ich auf die Maus da einprügel. Ihr gewinnt. Ja, natürlich gewinne ich. Was glaubst denn du, Elika? Was glaubst denn du? Oh. Mist. Ja, das mit dem Gewinnen, das ist so eine Sache. Das ist so eine Sache. Puh. Alles klar. Zack. Okay, er teleportiert sich dahin. Oha, wir sind da voll im Dunkeln drin. Merke ich gar nicht, beziehungsweise merke ich zu spät. Zum Glück nichts Dauerhaftes. Zum Glück haben wir ja Elika. Na, super. Na, komm jetzt, Elika. Wir brauchen auf jeden Fall deine Hilfe. Du bist sozusagen unsere Lebensversicherung. Pam, und nochmal. So, jetzt haben wir ihn wieder fast zur Hälfte down. Jetzt aber, jetzt wirst du hoffentlich den Gar... Können wir dir den Gar ausmachen? Jetzt, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, den haben wir. Ah, Mist, jetzt kommt wieder die Dunkelheit. Ich hoffe, er kann sich jetzt nicht regenerieren. Das ist immer meine größte Befürchtung. Oh, das ist immer meine größte Befürchtung bei solchen Kämpfen. Ah, leider zieht diese Sache da an den Rändern nicht so viel ab wie gewünscht. Warum? Darum ist es eigentlich nicht so erstrebenswert, ihn da so in die Ecke zu drängen. Ah, Mist. Ja, da konnte ich mich befreien. Ah. Ey, ey, lass. Finger weg von mir. Finger weg. Eigentum. Mein Eigentum. Okay. Mist. Zack. So, okay. Boah, ich habe mich schon gefragt, ob das denn nicht ob das noch nicht kommt. Unsterblichen. Ach, jetzt müssen wir ihn jagen, oder? Er wird es uns nicht leicht machen, wenn wir ihn kriegen. Boah, ich hab schon drauf gewartet, wann denn die nächste Stage beginnt. Beginnt. Wir haben ihn ja schon hier zur Hälfte oder über die Hälfte down bekommen hier. Okay. Also. Ich wollte schon immer fliegen. So, da haben wir hier noch ein bisschen. Jetzt haben wir da noch ein bisschen an Kanonenfutter für den Weg zum Trainieren bekommen. Aber das sollte jetzt aber bitte wirklich kein Problem mehr sein. So, knapp die Hälfte haben wir schon. Komm her. Mist. Natürlich. Ja, ja, ja. Dann, wenn ich schon sage Kanonenfutter, dann kann es ja nicht nur schlecht laufen. Ist mir schon klar. Ich sollte mal solche Worte nicht in den Mund nehmen. Vielleicht, wenn wir ihn hier einfach mal an die Dinge drängen. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt vielleicht.
Das ist aber nicht gut gelaufen. Ey, Mann, du, ich habe keine Zeit für dich. Mal ganz ehrlich, ey. Wir können mal einen Termin ausmachen. Ich schaue mal meinen Kalender und dann, können wir gerne einen Termin ausmachen, an dem wir uns mal so richtig prügeln. Aber jetzt muss ich dir sagen, mein Freund, habe ich keine Zeit für dich. So, jetzt gehen wir... Mist. Ja, jetzt muss ich würde ihn sehr gerne am Rand kriegen. Dann, nämlich... dürfte es nicht so schwer sein. Ja, vielleicht müssen wir ihn einfach komplett down kriegen. Ich weiß ja nicht. Okay. Elika, jetzt brauchen wir dich. Und jetzt haben wir ihn endlich. So. Ja, Ormast ist uns wohlgesonnen. Aber wir müssen uns, glaube ich, selbst helfen. Und... puh. Wir brauchen auf jeden Fall... ein bisschen Glück und dann kriegen wir das auch schnell über die Bühne. Und da haben wir was? Ach, schon wieder so einen. Da haben wir schon wieder so einen. Ich sag trotzdem Kanonenfutter, aber ich glaube, den kriegen wir doch jetzt schnell down. Bitte. Jawohl. Na also. Genau, einer weniger. Einer von diesen lästigen kleinen Typen da. Und hier. Das ist dann bleibt von der Kante weg. Er wird uns das nicht leicht machen. Nein, der finale Kampf hat begonnen. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Für uns und für ihn nicht. Nein, du zerrst mich nicht in die Dunkelheit, Freundchen. Nein. Mist, 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 Doppelmist. Ach, kein guter Einstieg in diesen Kampf jetzt, in diese letzte Passage. Jetzt aber kriegen wir dich doch hoffentlich mal down, oder? Was glaubst du, mein Freund? Jetzt haben wir... Ich dachte, hä? Ist es nicht der Modus, in dem ich ihn... Jetzt befreien wir uns schnell. Oh, ich dachte schon wieder, was passiert. Das ist bis jetzt der fieseste, was das machen konnte. Aber es geht hier gerade drunter und drüber überhaupt nicht koordiniert. Aber das müssten wir jetzt doch mal endlich hinbekommen. Jawoll! Drei von vier sind weg. Ich werde nicht sterben. Wirst du wohl. Vielleicht, aber auch nicht ewig leben. Weitere 25 Lichtkeime wurden auf ihr Konto übertragen. Boah. Sind wir fertig. Ich sagte doch, haltet euch von der Kante fern. Vielleicht, aber auch nicht ewig leben. Dem habt ihr es gegeben. Was ist jetzt mit unsterblich? Wer von uns wird nun ewig leben, hä? Hättest du lieber die Fresse gehalten. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und schon wieder sind wir in Probleme. In Problemen. Bam. Könnt ihr nicht einfach mal den Mund halten? Ja, sagte ich bereits. Gehen wir hier runter. Ja. Ja, gute Idee. Puh, haha, hehe, jawoll. Macht bitte schon mal den Champagner kalt. Wir haben drei von vier Verdammten ins Jenseits befördert.
Das macht mich glücklich. Das macht mich ziemlich glücklich. Es fehlt nur noch der Krieger. Mit dem hatten wir bis jetzt am wenigsten zu tun. Das heißt, er ist noch weniger einzuschätzen als die anderen bisher. Aber das, denke ich, werden wir auch hinkriegen. Und... ja, erstmal müssen wir hier heile wegkommen, bevor uns das Ganze hier einstürzt. Einmal von Ballon zu Ballon klettern, springen, hopsen und laufen, wie man hier sieht. Okay, ich glaube, das müsste doch bald hier das letzte gewesen sein. Jawohl. Wie unwahrscheinlich war das denn? Wie konnten wir die Plattform treffen? Wie konnten wir das überleben? Sag nicht, das war Ormast. Ich wollte sagen, ich hatte Glück. Ihr hattet Glück? Hey, Prinzessin, ich bin hier der Glück hat. Ist es klar soweit? Ihr habt einen Esel mit Goldladung verloren, seid in einen göttlichen Krieg verwickelt und wollt sagen, dass ihr ein Glückspilz seid? Ich lebe noch. Was ist mit dem Alchemisten? Haben wir ihn erledigt? Glaubt ihr, dass das jemand überleben konnte? Nun, wenn wir Ahriman wegsperren wollen, wird jedenfalls keiner entkommen. Stecken wir den dunklen Gott wieder in sein Gefängnis. Klar soweit. Den Spruch hat man doch geklaut hier. Von Captain Jack Sparrow, oder nicht? Klar soweit. Ja, klar soweit. Auf jeden Fall. Alles ist klar, denn wir sind auf jeden Fall einen großen, großen Schritt weitergekommen. Auf dem Weg, die Erde wieder ein bisschen sicherer zu machen. Ah, Mist. Da müsste ich ja vorbei. Hab ich nicht gewusst. Hab ich nicht gewusst. Hab ich nicht drauf geachtet. Ja.